Beamte und Arbeitnehmer sollen bis 70 arbeiten. Neuer Vorschlag vom Sozialökonomen Bernd Raffelhüschen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen es schon, seit Monaten wird die sogenannte Rentensau durch das Dorf getrieben. Jeden Tag gibt es neue Vorschläge zum Thema Rente. Aber jetzt gibt es wirklich mal einen Vorschlag, der lässt echt aufhorchen. Zumindest vermute ich mal, das Bündnis sagt, Sarah Wagenknecht wird sich riesig freuen über den Vorschlag von Bernd Raffelhüschen. Und zwar an einem Punkt, er sagt, alle Beamtinnen und Beamten in Deutschland müssen in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen. Und Beamtinnen und Beamten, darüber wird sich natürlich niemand freuen, sollen bitte bis 70 arbeiten. Die können das sofort. Der Dienstherr, also bei den Beamten gibt es kein Renteneintrittsalter, so behauptet es Bernd Raffelhüschen in einem Interview im Online-Magazin Focus Online vom 6. September 2024. Der Dienstherr könne die Beamten auch mit 68, mit 69 oder 70 reaktivieren und zum Dienst wieder auffordern. Ja, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, ob das so locker, leicht und fluffig geht, wie Herr Raffelhüschen behauptet. Gleichsam sagt Herr Raffelhüschen aber auch, das wird uns wieder alle nicht freuen, alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland sollen bis 70 arbeiten, und zwar soll das Renteneintrittsalter sofort ab dem Jahr 2030 auf 70, auf 69 oder 70 angehoben werden. Da haben wir noch nicht mal ein Jahr Lücke dazwischen, denn bis zum Jahr 2031 steigt ja, wie Sie wissen, das Renteneintrittsalter auf das 67. Lebensjahr an. Das heißt also, die Geburtsjahrgänge 1964 können erstmals im Jahr 2031 dann in die Regelaltersgrenze gehen. Raffelhüschen fordert auch gleichzeitig noch die Absenkung des Rentenniveaus von 48% auf 42%. Er sagt, alles das, was Hubertus Heil dort veranstaltet hat, ist unbezahlbar, kostet einen Haufen Geld. Das Rentenniveau stabil zu halten auf 48% kostet unserem Staat jährlich einen Haufen Geld, viele, viele Milliarden Euro. Dazu kann ich nur eins sagen, der Rentenzuschuss des Bundes an die deutsche Rentenversicherung beträgt aktuell rund 120 Milliarden Euro. Das sind irre Summen. Ich rede von dem Zuschuss, der 2025 gezahlt wird. Nach den neuesten Schätzungen soll dieser Zuschuss bis zum Jahr 2028 oder 30 auf 140 Milliarden im Jahr ansteigen. Ja, meine Damen und Herren, was sagen Sie denn zu den Vorschlägen vom Bernd Raffelhüschen? Sie kennen den alle, eloquenter Typ mit blonden, lockigen Haaren, selber wahrscheinlich verbeamteter Professor, der haut immer mal so ein Ding raus. Also Rente mit 70 für alle, ich sag nur eins, schuften bis zum Tod. Beamte sind aber davon nicht ausgeschlossen, alle sollen in eine Rentenkasse einzahlen. Das wiederum finde ich persönlich auch ganz gut. Und deshalb, meine Damen und Herren, sage ich eins, Bundestagswahlkampf 2025, der hat jetzt begonnen, und wir stehen als Rentenberater und Rechtsanwälte von Rentenbescheid24.de für eine umfassende Erwerbstätigenversicherung in der gesetzlichen Rente. Wenn Sie auch dafür sind, Daumen hoch, drücken Sie einfach bitte mal auf den Knopf auf dieses Video. Ansonsten, ich wünsche Ihnen alles Gute, eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.